Wir haben heute unsere 180. UMOT und wir haben uns mit den Menschen zusammengetan, weil wir neben unseren Forderungen Hartz IV, Agenda 2010 etc., für die wir schon 10 Jahre auf der Straße sind, jetzt aber als erste Priorität sagen, der Frieden ist in Gefahr. Und ich meine mal, dass diese ganzen Mahnwachen, die jetzt in Deutschland entstanden sind, dass die enorm wichtig sind. Was mich am zu Boden zerstört, ist das, dass diese Mahnwachen in eine rechte Ecke gerückt werden. Und Rainer, ich habe es dir heute berichtet, wie immer mehr Leute sich spalten in dieser Bewegung. Wir haben also in Leipzig, wir haben in Hannover, wir haben in München, wir haben in Stuttgart Spaltungserscheinungen. Und das ist leider nicht die jungen Menschen, die kommen und die ehrlich was machen wollen. Da muss auch nicht immer alles richtig sein, was sie machen. Das sind Leute vom Verfassungsschutz, denen das gar nicht gefällt, dass Menschen auf die Straße gehen und dass die für den Frieden kämpfen. Der Frieden, haben sie doch immer selbst gesagt, ist unser höchstes Gut. Der Frieden ist, natürlich ist das unser höchstes Gut. Sie sind jetzt aber dabei, das zu zerstören. Und die Einzige, der was dagegen macht, die Opposition mit Grünen und Linken, ist sowieso keine Opposition, ist aber die Linke. Das müssen wir leider sagen, Rainer. Nur ich bin aus einer Zeit, ich bin Wessi und habe diese Friedensbewegung, diese strickenden Grünen im Bundestag erlebt mit Turnschuhen, was mir übrigens gefallen hat, und auch die ganze Hippie-Bewegung. Und diese Partei beteiligt sich, als in der Regierungsverantwortung waren, unter anderem am Kosovo-Krieg. Und diese grüne Partei, und liebe Bürgerinnen und Bürger, werdet endlich wach, schmeißt solche Scharlatan-Parteien aus dem Bundestag raus, am besten alle weg. Überhaupt schlicht, ja? Mit allen Parteien. Ja, natürlich, sensiert mit allen Parteien. Die belügen und die betrügen uns. Und die Grünen sind aber wirklich das schlimmste Übel, was wir hier in unserem Land haben. Sie tun, als wenn sie was für die Umwelt tun. Sie tun was, als wenn sie was für den Frieden tun. Und was machen sie? Sie hätten heute, Rainer, und da sind wir mal ganz ehrlich, sie hätten heute sagen müssen, mit uns nicht. Richtig. Auf keinen Fall. Richtig. Und das ist der Punkt der ganzen... Ich glaube, kommen schon welche von der... Ja, da sehe ich schon unseren Johannes. Sehr schön. Ich habe eben mit Dete telefoniert. Ihr seid gleich da. Und jetzt muss ich mal noch was zu den Mahnwachen sagen. Das ist eine ganz tolle Truppe. Wir haben uns ja auch vorbesprochen im Friedrichshainer Park, die fast jeden Tag hier in Berlin Aktionen machen. Ihr werdet wahrscheinlich auch gleich berichten, was ihr heute wieder gemacht habt. Friedlich. Und das ist das, was uns Occupy vorgelegt hat. Wir haben hier unseren Filmer, der das gut beurteilen kann und was mich riesig beeindruckt hat. Unsere Sicherheitskräfte wissen mit Menschen, die friedlich demonstrieren, überhaupt nicht anzufangen. Die Leute kloppen sich in ihren Kasernen und üben. 100 Polizisten, die werden verkleidet als Demonstranten und 100 Polizisten als Gegenwehr oder meinetwegen 1000, wenn es um die Nazis hier zum Beispiel. Und dann üben die, was passiert, wenn wir gewalttätig werden. Und wir wollen nicht, Rainer, wir wollen grundsätzlich nicht gewalttätig werden und damit können die nicht umgehen. Aber man schleust in unsere Truppen Leute ein, die für Unfrieden sorgen. Ich rieche sie schon auf 100 Meter. Ich habe auch schon wieder einen gesehen mit einem Knopf im Ohr, der uns beobachtet. Ist mir scheißegal. Uns beobachten noch 3, 4 andere Kameras, die eigentlich weggedreht werden müssen. Mir ist das wurscht. Ich möchte, dass unsere Botschaften hier, die wir hier am offenen Mikrofon sagen, dass die ankommen im Bundestag und dass sie mal darüber nachdenken, was sie machen. Und jetzt sieh dir doch mal die Wahl an. Also nochmal zur Mahnwache. Die Mahnwache findet statt am Brandenburger Tor. Merholz wird einigen was sagen. Dann habe ich auch sofort kritisiert, weil wir haben uns ja sofort mit der Mahnwache einverstanden erklärt, weil einfach die Sache, die sie machen, gut ist. Aber wir fanden es nicht gut, dass es dort kein offenes Mikrofon gibt. Das finde ich ganz schlecht. Und dass Redner da waren, die nur stundenlang geredet haben und da ihren Selbstzweck gemacht haben. Und das hat die Dezentrale Montagsdemo-Mahnwache mitbekommen. Und wir haben jetzt mehrfach am Neptunbrunnen und hier am Brunnen der Völkerfreundschaft demonstriert. Tolle Gruppe, tolle Sachen. Wie gesagt, einige kommen nachher auch gleich hier zu uns. Und jetzt höre ich gestern, und ich bin mehr, wirklich viel, viel mehr als entsetzt, dass jetzt sich schon wieder die dezentrale Mahnwache anfängt, auseinanderdividieren zu lassen. Und Rainer, es wird heute unser Ziel sein, dass wir mit unserer 10-jährigen Erfahrung der Mahnwache in aller Deutlichkeit sagen, Leute, ihr seid wichtig und jeder von euch ist wichtig und ihr dürft euch nicht spalten lassen von niemandem. Ihr müsst es auch mal austragen, wenn zum Beispiel ein Demonstrant mal was sagt, was einem nicht gefällt. Na und? Darüber kann man diskutieren, aber man muss deswegen nicht gleich aufeinander losgehen oder sich auseinander
dividieren. Wobei ich immer sage, Rainer, wir haben ja eigene Erfahrungen. Ja, wir haben ja da eine zweite U-Mod an der Weltzeituhr. Es ist wichtig, dass die Menschen auf der Straße bleiben. Ja, dass die meinetwegen ihre eigene Demo machen, aber dass wir irgendwann zum Zeitpunkt X wirklich dann sagen, vergiss, ob du U-Mod heißt oder Mahnwache, wir sind für den Frieden und wir gehen auf die Straße. Und es ist nicht unser Ego wichtig und es ist nicht dein Ego wichtig, es sind die Ziele, die wir haben. Die sind wichtig und das vergessen so viele Leute. Rainer, du hast das Wort. Ach, es gibt so vieles zu sagen. Ich hätte 10 Möglichkeiten, die Rede fortzusetzen. Also, mit der Rüstung ist es ja noch schlimmer, als der Hans gesagt hat. Überhaupt jedes Verbrechen. Und es ist doch nicht bloß der Hitler und seine Nachfolger. Es ist das große Kapital, das hinter dem Hitler gestanden hat. Ich danke Ihnen. So, und wie ist das nun, jetzt geht das weiter. Jedes Verbrechen wird damit begründet, damit können wir doch Arbeitsplätze erhalten. Und da gibt es sogar Gewerkschaftsfunktionäre, die neuerdings gesagt haben, naja, aber mit den Rüstungsbetrieben, die da Panzer herstellen und Handfeuerwaffen, die wollen wir doch bestehen lassen und am liebsten noch fördern, sichert doch Arbeitsplätze. Es ist unglaublich, was mit Arbeitsplätzen alles drin ist. Oder die Dreckschleudern Braunkohlenbergbau. Ja. Sichert doch Arbeitsplätze. Unglaublich. Und oder das Herstellen von Waffen sichert ja Arbeitsplätze. Ja. Und wir müssen den Scheiß ja auch noch verkaufen. Rainer, ich muss mal kurz einen Break machen. Die Mahnwache ist da. Jan. Ja, du kommst gleich noch ran. Wir haben ja ein offenes Mikrofon. Ich möchte nur hier mal den Dieter ans Mikrofon bringen. Rainer, vielleicht gibst du ihm mal dein Mikrofon. Hallo Rainer. Ich begrüße hier die dezentrale Mahnwache. Die Jungs haben einen Applaus verdient. Ich bitte mal einen Applaus für die Mahnwache. Danke. Und nicht nur die Jungs, wir haben hier auch eine nette junge Dame dabei. Also wir Entschuldigung. Danke. Also wir haben jetzt gerade einen tollen Demolauf gemacht und zwar an den neuralgischen Punkten dieser Stadt haben wir angehalten. Und zwar wir sind gestartet am Bundestag. Ich sage dazu nicht Reichstag, weil da kommt mir das Kotzen. Entschuldigt bitte, dass ich das so laut sage. Wenn ich dieses Wort höre, Reichstag, dann wird mir schlecht. Wir sind gestartet am Bundestag und haben da ungefähr eine Dreiviertelstunde lang am Bundestag genehmigte Demonstration der Bundesregierung erklärt, dass sie einen Sockenschuss haben. Ich gehe mal zur Seite, dann kannst du es lauter lassen. Und haben denen erklärt, dass die einen Sockenschuss haben. Und haben denen wirklich ins Gewissen gesprochen, dass so ein Herr Steinmeier nicht einfach in die Ukraine fahren kann und offensichtlichen Neonazis die Hand schütteln darf. Und damit die Politik in der Ukraine in Kiew legitimiert. Also wir haben locker 2 Stunden jetzt eine Infotour dann gemacht. Und zwar, jetzt überlegt euch mal, wo wir dann hingegangen sind. Wir sind vom Reichstag, ja, so heißt dieses Kackgebäude leider immer noch, sind wir losgegangen und zwar ins ARD-Hauptstadtstudio und haben dann dort mal der Systempresse verbal den Mittelfinger gezeigt, denn die machen Kriegshetze gegen Russland. Und es gibt einen tollen Paragraphen im deutschen Strafgesetzbuch, den habe ich dann auch nochmal woanders zitiert. Paragraph 80a, kann jeder sich mal angucken im Internet. Paragraph 80a bedeutet ungefähr so viel, wer in Wort und Schrift Kriegshetze betreibt im deutschen Geltungsbereich, wird mit Freiheitsstrafe zwischen 3 Monaten und 5 Jahren, ja, nicht ohne unter, 3 Monaten bis 5 Jahren bestraft, Freiheitsentzug. Ich wiederhole, also wer in Wort und Schrift im deutschen Geltungsbereich dieses Strafgesetzbuches, Paragraph 80a, Kriegshetze betreibt, der kann damit bestraft werden, dass er 3 Monate bis 5 Jahre in Knast geht. Das haben wir am Bundestag erzählt, also Icke. Wir waren ja mehr Leute, es war ja nicht bloß Icke am Mikrofon, ich bin jetzt schon ein bisschen fertig, weil wir heute so viele gemacht haben. Wir sind dann weitergezogen vom ARD-Hauptstadtstudio zum Pariser Platz. Am Pariser Platz, also kurz vorbei an der französischen Botschaft, denen haben wir kurz mal gesagt, die sollen sich mal um ihre Rechtsradikalen in ihrem Land kümmern. Ja.
Habt ihr ja gesehen bei der Europawahl, was da passiert ist in Frankreich. Die Front National haben da gewonnen gehabt mit 27% fast. Ich finde das alles erschreckend, was hier in Europa passiert, aber das nur nebenbei. Wir landeten dann jedenfalls am Pariser Platz. Und was haben wir da gemacht? Wir haben die amerikanische Botschaft auseinandergenommen. Ich möchte kurz weitererzählen, ich lasse dich gleich. Sekunde. Und zwar haben wir die amerikanische Botschaft verbal auseinandergenommen. Wir haben den Amerikanern gesagt, wortwörtlich haben wir dort im Chor geschrien, dass sie Kriegstreiber sind, dass sie Mörder sind. Und es sind unglaublich viele Touristen stehen geblieben und haben uns 30 Heinze, die wir da waren, beobachtet, wie wir den Amerikanern verbal in den Arsch getreten haben. Und wir haben uns wirklich Mühe gegeben, das so doll wie möglich zu machen, dass die unseren Stiefel auch mal spüren, den verbalen Stiefel. Denn es kann nicht sein, dass in unserem Land die Amerikaner machen können, was sie wollen und unsere Regierung so hörig ist, auch immer alles zu tun, was die Amerikaner von uns verlangen. Und das geht so nicht weiter. Denen haben wir erklärt, dass sie mit ihrer Eroberungspolitik als Imperialist Nummer 1 dieses Planeten nicht so weitermachen dürfen. Und wir haben ihnen versucht zu erklären, dass sie mit ihren 800 Militärbasen in weit über 160 Ländern außerhalb von Amerika sich gefälligst mal nach Hause zu verpissen haben. Dann können sie sich mal um die eigenen Probleme in ihrem Land kümmern. Und ich habe wortwörtlich, glaube ich, gesagt, wenn sie in ihrer Stadt namens Ferguson in USA schwarze Bevölkerung umbringen, dann sind sie die schlimmsten Rassisten mit dieses Planeten. Und sowas in der Art habe ich dort verlautbart. Danach sind wir an die englische Botschaft. Als wir an der amerikanischen Botschaft standen, wurden wir dann von über 50 Polizisten begleitet, von der BVG, weil sie Angst hatten, dass jetzt gleich so viele mitkommen, dass die kompletten Straßen gesperrt sind. Es war schon lustig, so der ganze Auflauf an Menschen, den wir da erzeugt haben, mit einfach mal 30 Hanseln, die den Amis die Meinung geigen. Und wir haben richtig Rabatz gemacht, richtig Rabatz, aber wirklich. Wir haben also die ganzen Touris standen irgendwie auf einmal hinter uns und was, wirklich? Wir haben den Amerikanern sozusagen wortwörtlich nur, nicht im echten Sinne, wir haben den wortwörtlich nur den Stinkefinger gezeigt und den wortwörtlich eigentlich nur in den Arsch getreten. Wir haben es natürlich nicht gemacht, weil ich bin nicht bekloppt und gehe in die amerikanische Botschaft, bin dann auf dem amerikanischen Staatsgebiet, werde verhaftet von den Amerikanern, ich bin ja nicht bescheuert. Jedenfalls sind wir danach weitergelaufen. Und zwar, kurz daneben, wisst ihr alle, ist die englische Botschaft. An der englischen Botschaft haben wir den englischen Imperialisten mal erklärt, dass die mal anfangen sollen, aus ihrem Kolonialtrauma aufzuwachen, dass sie nicht mit den Amerikanern zusammen die ganze Welt erobern sollen. Weil, was machen sie denn? Nichts anderes. Sie knallen sich überall die Ressourcen und versuchen das halt überall zu erobern, auf den Kosten der Bevölkerung der anderen Länder. Und das hat überhaupt nichts mit Demokratie zu tun, was die da machen. Die sollen sich mal an ihre eigene Nase fassen, die Arschgeigen. Genauso habe ich sie gesagt. Und zwar immer berufen, ich habe es jetzt irgendwo in der Tasche, ja, genau. Das Schöne ist, ich habe mich die ganze Zeit immer wieder berufen auf dieses für mich gültige Gesetzbuch, heißt Grundgesetz. Da gibt es den Artikel der Meinungsfreiheit und da gibt es den Artikel der Versammlungsfreiheit. Die Amerikaner mussten also ertragen, die Briten mussten ertragen, dass wir sie dort vollkrakehlen. Und dann sind wir weiter marschiert. Wo sind wir denn dann angehalten? An der russischen Botschaft. Und haben der russischen Botschaft kurz mal Hallo gesagt und gesagt, vielen Dank, dass Herr Putin bisher so friedlich bleibt und sich noch nicht aufs Messer hat reizen lassen, weil wir wissen alle, was passiert, wenn Russland irgendwann mal loslegt, den hält niemand auf. Und wir wollen ja keinen Krieg mehr auf diesem Planeten. Und wir haben uns Mühe gegeben, unsere Solidarität und unser Dankeschön dort zu bekunden, dass der halbwegs bedacht sich nicht von der westlichen Politik reizen lässt, und das ist ja mehr als das, was dort passiert in der medialen Welt um uns herum, und sind dann halt ganz kurz als Dankeschön mit einem Spasiba und Strasvutje sind wir dann weitergelaufen, sind dann querbeet über die Friedrichstraße bis zum Checkpoint Charlie, haben da den beiden Soldaten, die sich dort als Wachsoldaten ja verkleidet haben, hingestellt, nochmal gesagt, danke, dass ihr irgendwann mal eine Grenze bewacht habt, sind weitergelaufen und haben unsere Demo beendet beim... Na, Moment, dazwischen kamen wir noch an der Tageszeitung vorbei. Oh, das war sehr schön. Der haben wir dann noch erzählt, dass wir eine Lügenpresse sind und die guten Damen und Herren schrien dann von oben, wir sagen die Unwahrheit, dann wurden wir nochmal nebenbei als Neonazis beschimpft, darauf sind wir aber nicht eingegangen. Wirklich unglaublich, könnt ihr euch nicht vorstellen.
Also wir haben Leute, die Frieden wollen, hier Neonazis. Und die Wahrheit einfach nur nennen. Und zwar, dass es eine Lügenpresse ist. Und die dann uns als Neonazis beschimpfen, ist natürlich klar. Was macht man in Deutschland, in dem Land, was irgendwann mal Nazis hatte? Womit kriegt man eine Friedensbewegung immer runtergedrückt? Natürlich mit der Nazi-Keule. Du ziehst eine Nazi-Keule über die Leute und beschmutzt sie mit braunem Dreck. Aber ich trage das hier wirklich mit einem stolzen Bewusstsein als ehemaliger Bürger der DDR. Da war ich 20 Jahre alt, als die Mauer aufgegangen ist. Ich bin jetzt 44. Ich weiß, was Antifaschismus bedeutet. Und ich stehe zu dem Spruch, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. So. Das sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ja? So, es ist keine Meinung. Und dann sind wir weitermarschiert. Und ratet mal, wo wir unsere Veranstaltung dann beendet haben, indem wir eine halbe Stunde lang rumkrakeelt haben. Und zwar? Axel Springer Gebäude. Axel Springer, an der Welt am Sonntag vorbei, an der Bild. Und dann stand man da vor ihren Balkongefängnissen mit den Stahlstreben davor. Ey, ich höre euch. Und haben uns für Keks gefreut. Und die guten Damen und Herren hören auch noch zu. Das ist doch super. Die gehen wirklich alle, ihr könnt das an der Seite sehen, die haben dann an diesem Hochhaus Balkone, da sind dann Gitter vor, damit sie nicht rausspringen, wahrscheinlich, damit sie nämlich, irgendwann werden die mal Selbstmord begehen für die Scheiße, die sie überall fabriziert haben, denn laut Paragraph 80a Strafgesetzbuch Deutschland betreiben die jeden verdammten Tag Kriegshetze. Und zwar von vorne bis hinten. Und wir haben ihnen gesagt, was sie mit ihren Blättern machen können. Die können sie als Klopapier benutzen. Das ist die Welt, das ist die Bild, die gehört zum Springer. Und die ganze Journalie N24 haben sie gerade erst gekauft, ja, der Axel Springer Verlag im letzten Dezember. Spiegel gehört nicht dazu, nicht, die sind separat. Also jedenfalls, separat, aber genauso scheiße. Die Arschgeigen haben jetzt schon mehrfach von uns dort verbal eine Klatsche bekommen. Und ihr merkt, wir sind wütend, wir sind auch noch ein bisschen aufgekratzt, weil wir jetzt schon seit Stunden auf der Straße unterwegs sind. Was will ich sagen? Wir solidarisieren uns mit jeder Friedensbewegung, die es in dieser Stadt gibt, die den Frieden möchte, die nie wieder Krieg möchte. Und wir sind dafür, dass kein einziger deutscher Soldat jemals wieder irgendwo im Ausland Menschen tötet. Was ich gerade aber auch nie wieder Krieg auf dieser Welt. Ja. Free Palestine! Was dazu aber noch zu sagen ist, was ich echt gerade sehr, sehr schade fand, wir sind an der WZUhr vorbeigelaufen, haben die darauf aufmerksam gemacht, dass wir Läufe machen am Reichstag und am Reichstag anfangen, immer um 16.30 Uhr montags. Und doch hier auch noch montags mal einen Wachen am Alex machen. Und das Einzige, was uns entgegenkam, war Neonazis. Ihr seid Neonazis, haben die hinter uns hergerufen. Wo ich dann wirklich da schon gesagt habe, ey Leute, wir versuchen irgendwie uns zu solidarisieren mit euch, mit der U-Bahn, mit allen Friedensbewegungen, die es gibt. Und dann kriegen wir von euch Neonazis hinterhergeschrieben. Sind wir jetzt noch? Das weißt du, was ich nicht verstehe daran. Das ist so traurig gerade. Ich mach mal kurz einen Dialog mit Rima. Rima, weißt du, was ich nicht verstehe? Ich hab den noch hinterhergerufen, nachdem er gesagt hat, Neonazis, was bist du denn dann, halt gesagt. Und dann hat er gesagt, wir solidarisieren uns doch mit euch. Wir sind doch gar nicht gegen die. Die sollen doch den Frieden so angehen, wie sie es für richtig halten. Und dann sagt er halt Neonazis immer noch zu uns. Ja, und schüttelt den Kopf, dass wir Neonazis wären. Ey, ich meine, allein, dass man sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Was ist denn ein Nazi? Ist ein Nazi für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit? Stellt der Nazis hin, sagt, ich möchte, dass jeder Mensch gleich ist. Ich möchte nicht mehr, dass jemand getötet wird. Und das sind Neonazis? Ey, sag mal, Leute, zurück, ab in die Schule mit allen Leuten, die das immer noch erzählen. Aber in die siebte, echt mal. Okay, also an dieser Stelle, wir wollen eure Veranstaltung nicht sprengen mit unseren Themen. Ich wollte euch nur sagen, oder wir wollten euch sagen, also wir sind ja nur eine kleine Truppe von 10 Leuten, die jetzt noch bis hierher geschafft haben, weil der Rest hat sich dann am Axel Springer Gebäude, haben wir die Veranstaltung beendet und jeder ist dahin gegangen, wo er Lust hat, zu einer Demo zu gehen. Das gibt ja noch am Brandenburger Tor die Montagsdemo, dann die hier an der Weltzeituhr, dann gibt's eure und wir haben, da kommen noch mehr von unseren Aktivisten, ihr seht das jetzt gerade. Denn die Leute, die, da ist auch nochmal eine zauberhafte junge Lady von unseren Aktivisten, also wir sind ungefähr 10 Leute der Montags-Mahnwache vom Alexanderplatz, die in den Medien, die von anderen Mahnwachen als Neonazis betitelt wird, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil für die Leute, mit denen ich hier unterwegs bin, würde ich mir eine Hand ins Feuer legen, dass die nicht ein bisschen was mit dieser Neonazi-Scheiß am Hut haben. Und ich selber kann nur von mir behaupten, ich bin sozialistisch erzogen worden, lebe jetzt im Kapitalismus und finde den Kapitalismus zum Kotzen. Ja, hast recht.
Es tut mir echt leid. Und ich bin halt rot sozialisiert worden. Und was ich gelernt habe, ist, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Und wer das in diesem Land hier nicht versteht, der wird wieder denselben Fehler begehen wie 1933, als eine Weimarer Republik den Faschismus und Nationalismus in diesem Land toleriert hat. So. Damals sind die Nazis an die Macht gekommen, weil das eine Demokratie toleriert hat. Und wir haben jetzt eine Chance. In unseren Gesetzen steht Holocaust leugnen verboten. In unseren Gesetzen steht Volksverhetzung verboten. Wir haben alle Gesetze, um jede Form von neonazistischem Gedankengut eine Schranke zu weisen. Und ich verstehe nicht, wie in unserem Land eine NPD überhaupt irgendwann mal in irgendeinen Landtag einziehen konnte und wahrscheinlich wieder einziehen wird, wenn sie jetzt die Klage einreichen in Sachsen. Ihr kriegt einen Hals, wenn ich an dazu interessante Sache. Zuerst hieß es, die NPD hat in Sachsen 5,2% der Stimmen erhalten und erhält somit 7 Sitze von 128. Komischerweise hieß es dann heute früh, nicht so wie gestern Abend, es sind 5,2%, sondern mittlerweile sind es 4,9%. Anscheinend sind 0,2% der Stimmen ungültig. Wobei ich mich dann hinstelle, mich dann so typisch mal frage, stellt euch eigentlich die Frage, warum das dazu kommt und wie das so sein kann, als euch lieber zu sagen, die Stimmzettel sind ungültig? Also anstatt was dagegen zu tun, sagen sie einfach, naja, gab mir diese 5,2%. Ja, aber am Vortag habt ihr doch gesendet. Na Mensch. Es ist schon mal auf jeden Fall eine interessante Sache, wie das zu so einen Sachen kommt. Und ich würde meinen Gelaber jetzt gerne mal mit einem Satz abschließen, den ich auch vom Reichstag gesagt habe. Das ist ein schönes Zitat, was ich heute gelesen habe. Die Diktatur ist eine Einbahnstraße, aber die Demokratie hat Gegenverkehr. Nur wo der Gegenverkehr ist, das ist eine Frage. Also vielen Dank, lieber Dete. Ihr seid nicht nur unsere Gäste. Und Rima, schönen und Dank. Rima, ja. Jawohl, vielen Dank. Darf ich an der Stelle kurz noch was sagen, Hans? Ja. Ihr werdet das verstehen, ja? Diese Lady ist in der Ukraine geboren. Könnt ihr vorstellen, welche Motivation sie hat, auf Demonstrationen für den Frieden zu gehen? Sie hat Verwandte in der Ukraine. Sie hat ukrainische Wurzeln, ja? Und diese Lady ist in Deutschland geboren, hat mal einen ukrainischen Pass gehabt und ist jetzt 16 Jahre alt geworden, im August. Und die hat viel mehr auf Tasche als viele andere Leute, die ihren Kopf in den Sand stecken und sich von irgendwelchen Medien berieseln lassen. Das tut mir echt leid. Ich verstehe diese Bevölkerung um uns herum meistens nicht, weil das alle Schlafschafe sind, die nicht verstehen wollen, dass wir genauso manipuliert werden, wie zu Ostzeiten versucht wurde, uns zu manipulieren und wie es Josef Goebbels mal mit 80 oder 100 Millionen Deutschen geschafft hat, mit einer Manipulation. Und wir sind wieder auf einem fetten Weg in den Faschismus und alle gucken mal zu. Also Dete, du solltest doch auf jeden Fall hier bleiben. Wir haben hier noch Frauen gegen den Krieg, noch eine Wortmeldung, die wollen wir auch auf jeden Fall hören. Dete, ich möchte aber Folgendes klarstellen. Ihr seid in der Presse verrissen worden nach rechts und ihr seht mal, was für eine Macht diese Presse hat. Aber wir haben auch Macht. Und ihr seid nicht nur Gäste von uns, sondern wir gehören zusammen. Das, ob das jetzt Mahnwache ist oder Umut oder wie es der Teufel war oder Frauen in den Krieg, wir müssen uns zusammenschließen, wenn wir etwas bewegen wollen. Und bitte nicht morgen und übermorgen, heute. Und ihr seid besonders bewundernswert, vielleicht kannst du nachher noch sagen, auch für die Allgemeinheit, die hören uns nämlich mehr zu, als wir eigentlich denken, vielleicht noch eine Adresse, wo man eure Aktivitäten vielleicht begleiten kann. Und ihr seid bei uns immer herzlich willkommen. Wir haben hier die Zeit von 17 bis 21 Uhr. Wir stellen auch unser Lautsprecherwagen zur Verfügung. Wir waren 10 Jahre auf der Straße, wir mussten uns beschimpfen lassen. Und ich habe immer gesagt, Rainer, ne, wo sind die jungen Leute? Wo sind sie? Und deswegen sage ich auch, da gibt es einen Film, während du schliefst. Und während ihr noch schlieft, aber nicht als Vorwurf, haben wir die Stellung gehalten. Und jetzt seid ihr da. Und dafür danke ich euch. Und das ist toll. Und bleibt dabei. Und jetzt kommt mal die Frauen für den Krieg, die ebenfalls... Nein, nicht den Frauen für den Krieg. Quatsch. Das müsste langsam klar sein. Jetzt kommt. Wir sind die Mütter gegen den Krieg. Mütter gegen den Krieg. So. Und wir sind... Komm mal ruhig nach vorne. Komm mal ruhig hierher. Ja, dass man dich sieht. Wunderbar. Und wir sind mittlerweile die längste und kontinuierlichste Mahnwache in Deutschland. Wir stehen wöchentlich seit 15 bis 16 Jahren auf der Straße und zwar vor der Galerie Kaufhof.
Wir stehen seit dem NATO-Krieg gegen Jugoslawien erst an der Gedächtniskirche. Wir waren Teil der ersten weltweiten Anti-NATO, Berliner Anti-NATO-Gruppe, bis die Anarchisten diesen Namen okkupiert haben. Aber jetzt ist er ja wieder in guten Händen, nur NATO. Ne? Und deswegen hoffe ich auch, dass am 4. am Donnerstag um 18 Uhr auf den Oranienplatz recht viele kommen. Und von den jungen Leuten wünsche ich mir, dass es keine Eintagsfliege ist, denn zu einer Antikriegshaltung gehört, kontinuierlich zu kämpfen. Und wie gesagt, es ist vorhin schon eine ganze Menge gesagt worden, dass wir zusammenstehen müssen. Und die Montagsdemos zeugen davon, dass immer mehr junge Leute begreifen, dass man etwas gegen die wachsende Kriegsgefahr tun muss. Und ich muss dazu noch sagen, eine kleine Episode sei mir hier gestattet. Wir sind im Tourismusmonat August als einzige Gruppe vom Alex vertrieben worden. Und da habe ich dann den Polizisten und der Versammlungsbehörde gesagt, ist das etwa wegen unseres gehobenen Altersdurchschnitts? Nein, ihr könntet ja mal 300 werden. Wichtig ist, bei solchen Mahnwachen das auf den Punkt zu bringen. Und manchmal gestattet mir, diese Punkte, wo es nicht auf den Punkt gebracht wird, von dem Mahnwachen zu benennen. Einmal, dass wir sehen müssen, Kapitalismus, Kriege und Sozialabbau gehören zusammen. In jedem Land der Welt kann der Kapitalismus zum Faschismus umschlagen. In jedem Land der Welt. Wenn der Lebensstandard sinkt, dann wird die NATO mit den Faschisten im eigenen Lande, bei uns ist die NPD noch nicht verboten, gegen die Bevölkerung vorgehen. Das war so in Jugoslawien. Da war es die Otpur, die wurde von den National Endowment als sogenannte Nichtregierungsorganisation unterstützt. Die Plakate waren dann auch im Nahen Osten bei den sogenannten Volksrevolutionen, bloß mit arabischem Inhalt. Die Plakate waren dieselben versehen. Dieselben Plakate tauchten auf in der Ukraine. Dann eben mit ukrainischem, mit russischem Inhalt immer wieder das Gleiche. Ich will hier keine Eigenwerbung machen. Ich bin Völkerrechtler, habe also ein Buch geschrieben, wo ich die Ukraine in das allgemeine Weltgeschehen eingeordnet habe. Das Buch heißt Die Ukraine im Fokus der NATO, Russland das eigentliche Ziel. Das heißt, wir müssen den Zusammenhang Kapitalismus und Faschismus mehr beleuchten. Zweitens, was mir nicht gefällt, ist oft, ich weiß nicht, aus irgendwelchen Selbstdarstellungen heraus oder wie auch immer, dass man auf den gewesenen Sozialismus schimpft. Es sei mir gestattet, hier hinzuweisen, und viele wissen das nicht. Das, und ich habe mir vorgenommen, auch darüber etwas zu schreiben. Zum Beispiel die DDR ist drüber gereicht worden. Das wäre gar nicht notwendig gewesen. Die ist drüber gereicht worden. Es bestand keine Notwendigkeit dafür. Denn ökonomisch war es so, dass die Bundesrepublik der verschuldete Staat war. 5-mal verschuldeter als die DDR. Und wir müssen auf jeden Fall uns bemühen, diesen Sozialismus, auch wenn er noch nicht vollständig genug war, hochzuhalten. Und Länder in Lateinamerika, die Alba-Staaten, gehen den Weg der DDR
Ich habe teilgenommen vor kurzem an einem Gespräch der Kombinatsdirektoren, die also den Alba-Staaten Anleitung geben, wie man peu à peu, Schritt für Schritt, den Sozialismus wieder aufbauen kann. Und jetzt den dritten Punkt, der mir darf auch... Darf ich mal kurz da noch rein? Kann ich mal kurz da noch reingehen? Warte mal. Die Saga war, also sage ich als Wessi, weil es dazu passt, du kommst jetzt noch zum dritten Punkt, vergiss den nicht. Sarah Wagenknecht hat gesagt, ich bin Wessi, aber ich bin schon ein bisschen begeistert über ihr Wissen, dass 1961 die DDR eine riesige Chance versäumt hat. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ich würde nicht sagen, dass die DDR diese Chance versäumt hat mit dem Bau der Mauer, sondern ich würde sagen, dass man später hätte durchaus die Mauer durchlässiger machen können und die Bevölkerung reisen lassen können, denn das war der Grund. Und die Leute auf der Straße, die wollten ja keinen Kapitalismus. Nee, die wollten einen verbesserten Sozialismus. Und sie wollten reisen. Ja klar, und heute, wie sieht es heute aus? Durch den Sozialabbau. Heute sieht es so aus, dass in manchen Familien, damals konnte man wenigstens noch von Ost zu Ost reisen, also von der DDR in die sozialistischen Staaten. Heute haben die Menschen oft das Geld nicht mal in den Osten zu reisen, geschweige denn in den Westen. Sie haben es einfach nicht. Und jetzt zum dritten Punkt, der mir bei solchen Mahnwachen missfällt, ist, dass man immer glaubt, einen Schlenker gegen Russland und Putin machen zu können. In dem Buch, das ich geschrieben habe, die Ukraine im Fokus der NATO, ist auf den letzten Seiten ein Novum. Nämlich die nationale Befreiungsbewegung Russlands, die auch die Unterschrift Putins trägt. Man weiß genau, dass also, nachdem Gorbatschow und Jelzin das Land ruiniert haben, man keine volksvolle Volkssouveränität hat. Im militärischen Gebiet sehr wohl. Denn man hat mittels eines Militärputsches Putin, der hat nämlich das Vertrauen der Armee bekommen, zum Präsidenten ernannt. Das ist heute überhaupt nicht bekannt. Bei vielen Russen und Ukrainern ist das sehr wohl bekannt, wollte ich nur sagen. Und bei denen ist auch die nationale Befreiungsbewegung bekannt. Das heißt, die zweite Sache wäre, auch die Oligarchen peu à peu auszuhebeln. Und Putin macht die richtigen Schritte, indem er A gegen Beresowski, Horodowski, Timoschenko oder was weiß ich vorgeht. Das sind die richtigen Schritte. Und ich war auch ein paar Wochen in Russland, habe eine Volksbefragung gemacht, über 100 Leute befragt und werde das ins Netz stellen unter www.mütter gegen den Krieg, überall Minuszeichen, Berlin. Also, wir müssen ein bisschen offensiver sein und diejenigen, die heute gegen Russland, gegen Putin Stellung nehmen und auf den Mahnwachen reden, das ist der falsche Einsatz. Denn auch leider Leute, die sich Kommunisten nennen, aber keine sind oder zu wenig Wissen haben, werfen manchmal Obama, Merkel und Putin in einen Topf. Das kann man nicht machen. Ich sage wieder ein Beispiel. Zum Beispiel Syrien. Deswegen trage ich auch die syrische Fahne. 200.000 NATO-Söldner sind von Anbeginn in Syrien. Stellt euch das mal in Deutschland vor. Von einer Minute auf die andere wäre Deutschland nicht mehr, wenn also hier NATO-Söldner im Land ihr Treiben führen würden. Aber da sieht man mal, wie die syrische Bevölkerung hinter der Regierung steht. Und das muss man einfach begreifen. Man muss also sehen, dass wir hier, wie soll ich sagen, in Syrien hat Russland bewiesen, dass es der NATO widerstehen kann. In keinster deutschen Zeitung war zu lesen, Ende August 2013 sind zwei NATO-Raketen von einem NATO-Stützpunkt in Spanien nach Syrien geschickt worden. Diese sind von den Russen
abgeschossen worden und ins Mittelmeer versenkt worden. Das war ein Zeichen. Russland ist der einzige Staat, der NATO zurzeit militärisch widerstehen kann. In keinster europäischen und westdeutschen Zeitung war das drin. Das ist ein sehr großer Unterschied. Und der zweite große Unterschied ist, dass Russland, und das kann man verfolgen, wenn man in die UNO-Seite geht, bei Auftritten des russischen Außenministers Lavrov werden immer die Staaten, die einen anderen Entwicklungsweg als den kapitalistischen gehen, werden unterstützt von Russland. Das ist wichtig. Auch Korea. Ich habe lange Jahre auch die nordkoreanische Seite übersetzt aus dem Englischen. So, und da hat, und das ist in der ersten Amtszeit Putins gewesen, Kim Jong-il den höchsten militärischen Orden aus den Händen von Putin bekommen. Vielleicht mal überlegen, was das heißt. So, damit möchte ich Schluss machen. Einfach mal vielleicht ein paar Denkanstöße geben. 1, 2. So, ich möchte mich ganz kurz einem wichtigen Hinweis dieser Dame anschließen. Sie hat vorhin was ganz Wichtiges gesagt, und zwar, dass in der Ukraine rechte Parteien aufgebaut wurden, die auf dem Maidanplatz gegen die eigene Bevölkerung geschossen haben. Und das ist ganz wichtig zu erwähnen, dass man das in Deutschland zurzeit auch mit der NPD macht. Man baut die NPD auf, um sie später gegen das Volk aufzuhetzen. Das muss euch klar sein. So funktioniert nun mal die amerikanische Unterwanderungspolitik, und das machen die mit der NPD auch. Ein kurzes Beispiel, warum das so ist. Wir gehen mal davon aus, dass wir hier in einer Diktatur leben, eine US-okkupierte Diktatur, und die Politiker, die bundesdeutschen Politiker sagen immer, naja, dann müssen wir die NPD verbieten, wir müssen sie verbieten, wir müssen sie verbieten. Und warum hat man sie bisher noch nicht verboten? Weil man sie später gegen uns aufhetzen wird und genau Ziel auf dem Maidan verfolgen wird, wie hier. Dankeschön. Um mich jetzt auch nochmal kurz der Dame anzuschließen, sie hatte gerade was davon gesagt, dass sich viele Leute gegen Putin stellen, auch wenn sie über das Wissen verfügen, was sie jetzt näher ausgeführt hat. Ich möchte das jetzt nicht wiederholen, weil sonst ziehe ich das jetzt unnötig in die Länge. Aber das war vor einigen Wochen am Alexanderplatz, da hatten wir auch eine Demo, und da kam auch einer, der sehr Ukraine nationalistisch gehandelt hat, würde ich mal sagen, oder beziehungsweise sich derartig geäußert hat. Und dabei ist mir eins aufgefallen, er hatte gesagt, ich versuche jetzt mal den Wortlaut zu wiederholen, ja, Russland zerbombt doch die Ukraine. Und Russland hat das Recht dazu, dass wenn jemand sieht, dass etwas quasi dort falsch läuft, dass sich eine Gruppierung gegen die Ukraine, also wenn sich eine russische Gruppierung gegen die Ukraine bildet, hat die Ukraine das Recht, diese Gruppierung auszulöschen. So, das war die Aussage dieses Mannes. Da habe ich mit ihm war ich mit ihm dabei, einen Dialog zu führen, und da habe ich ihm eine Frage gestellt. Nach dieser Frage war der Mann weg. Ich weiß nicht warum, aber er war einfach weg. Und zwar lautete die Frage, wenn in der Ukraine Phosphorbomben mit 152 mm Durchmesser niederprasseln von der ukrainischen Regierung, möchte er mir jetzt erzählen, dass ein fremdes Land das Recht hat, eine ganze Region auszulöschen, wenn sich dort eine Gruppierung gegen die Ukraine bildet? Erster Punkt, ist irgendwie dasselbe Land, weil es ist die Regierung, die die Region entfernt. Mit der die Regierung die deutsche Regierung hat auch das Recht, wenn sich irgendwo Nationalsozialismus bildet, es auszulöschen. Jetzt mal eine andere Frage, wenn sich eine Gruppierung von 5 Leuten bildet, die nationalsozialistisch sind in Brandenburg, hat die Regierung das Recht, ganz Brandenburg auszulöschen? Ich glaube nicht. Und das, was da passiert, das wird einfach so toleriert. Und das ist das Problem. Und dann gibt es viele Leute, die sich dann auf die Seite der Ukraine stellen und sagen, das ist rechtens. Ja, jetzt möchte ich mal euch fragen, die aus Berlin-Brandenburg kommen, wenn sich hier irgendwie 5 Leute bilden, die der Meinung sind, die müssen sie jetzt irgendwie gegen Strom schwimmen, können wir doch nicht ganz Berlin auslöschen, das funktioniert nicht. Und so stellen sich dann die Leute einfach auch gegen, ohne darüber nachzudenken, was sie sagen. Und das ist, glaube ich, auch das, was ganz stark noch fehlt. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, an dem wir viele Leute abholen müssen und sie aufwecken. Danke, Flo. Danke, Rima. Kurz anmelden. Es werden ja oft von
Mächten, die ich jetzt nicht benennen, von Mächten, die ich jetzt nicht benennen möchte, Keile zwischen die Gruppen geschoben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass es keine Vermummten gibt. Wir kennen uns. Und sobald Vermummte dazwischen sind, wird es sehr gefährlich. Es wird brandgefährlich. Bitte keine Vermummung. Zeigt euer Gesicht. Zeigt euer Gesicht gegen rechts. Und dann sind wir auch gefeit gegen die Intrigen und gegen den Wildwuchs, der in unsere Gruppen reingestreut wird. Es wird der Spaltpilz reingestreut und sobald es Vermummte gibt, wird es ganz gefährlich und da hat die Polizei und der Verfassungsschutz auch leichtes Spiel. Mehr wollte ich nicht sagen. Danke. Ich nehme dir das ab. Ich würde auch gerne noch was sagen wollen. Erstmal wollte ich mich nochmal für die ein oder anderen, die mich jetzt nicht kennen, nochmal vorstellen. Ich heiße Detlef Krüger. Ich habe meinen Namen jetzt genannt, ja. Alle kennen mich nur unter Dete und bei Facebook heiße ich Dete Horst. Falls der ein oder andere Lust hat, sich das mal anzukicken, was ich da so ab und zu mal poste, ist ja spannend. Zum Beispiel habe ich heute was Schönes gepostet. Wir haben hier nämlich ziemlich große Probleme in unserer Friedensbewegung. Ich würde euch die gerne mal schildern wollen und ihr könnt ja dann mal mit dem Kopf schütteln, falls ihr dann das Bedürfnis habt oder irgendwie eure Meinung dazu kundtun. Was passiert hier in Berlin? Seit 5 Monaten gab es jetzt Friedensdemos am Brandenburger Tor. Da bin ich dann seit der 3. Mahnwache dann dabei gewesen. Ich habe mir das erstmalig dann Anfang April angeguckt, diese Montagsdemos, was der Lars Mehrholz da gestartet hat und war begeistert. Begeistert deshalb, weil es eine APO ist. Eine APO, wie ich es mir vorstelle. Und zwar außerparlamentarische Organisation, heißt für mich keine Partei. Ich weiß, dass ihr ja alle keine Parteimitglieder seid und findet toll. Was heißt für mich noch außerparlamentarische Organisation? Das heißt, dass wir keine Religion vertreten oder irgendwelche einzelnen Interessengruppen vertreten, sondern ich stehe hier für mich selber in allererster Linie und hoffe, dass ich mit dem, was ich manchmal ab und zu sage, andere Leute zum Nachdenken anregen kann, dass sie mal über ihren Tellerrand hinausschauen. Und ich will so im Sinne von Rudi Dutschke, den fand ich nämlich ziemlich cool, da habe ich mir so ein paar Sachen angenommen, der hat immer gesagt, er hat keine Lösung. Er stellt nur Fragen. Und ich finde diesen Gedankengang dahinter ganz toll. Und zwar, welcher Gedankengang steckt dahinter? Natürlich stehe ich manchmal da und erzähle, hey, ich sehe das so, ich sehe das so. Aber ich sage sehr oft, wenn ich kann, sage ich, tut mir den Gefallen, recherchiert das selber nach. Ja, ich kann den größten Blödsinn erzählen. Aber setzt euch selber hin, lest das Buch, lest im Internet, in den freien Medien, solange wir die Chance haben, nutzt es. Das freie Medium Internet wird auch versucht werden, zu kontrollieren. Ich sage nur ein Beispiel. Türkei, was hat denn der Erdogan da gemacht, der vor gar nicht allzu langer Zeit? Der hat komplett die sozialen Netzwerke Twitter und Facebook lahmgelegt. Warum? Na, weil sich da außerparlamentarische Opposition organisieren kann. Wo, wenn nicht in Facebook? Facebook ist zwar Amerika überwacht, aber das ist mir eigentlich auch ziemlich scheißegal. Weil egal, was ich im Internet mache, egal, ob ich auf einem deutschen Server irgendwo unterwegs bin oder auf einem amerikanischen, ob ich ein Google-Mail-Konto habe oder ob ich ein Web.de-Konto habe, also ein deutsches Mail-Konto habe, ich werde überall abgehört. Das war die Stasi, damals in der DDR konnte. Müsst ihr euch, jedenfalls stelle ich mir das immer so vor, mal 1000 vorstellen, das können die heute. Also alles, was wir bequatschen, also mein Handy kann aus sein und trotzdem hören die mit, wenn sie Lust haben. Das gibt 1000 Sachen, womit sie uns abhören können. Deswegen sage ich zum Beispiel für mich, ich sage, ich heiße Detlef Krüger, wohne da und da und das ist mir scheißegal, weil das kriegt sowieso jeder raus, wenn er will. Weil wir sind Gläsern in dieser Gesellschaft. Wir sind gläserne Bürger. Und warum sollen wir das sein? Na, damit wir, genau wie sie jetzt gerade gesagt hat, das alte Herrscherprinzip haben die Römer schon verstanden. Teilen und herrschen. Wenn wir uns hier nicht verstehen, wenn ich versuche immer wieder meine Meinung über ihre Meinung zu stellen zum Beispiel, na, dann werden wir perfekte Gegner sein, unser Leben lang. Und das ist das, was sich das System wünscht. Weil wenn wir uns nicht verstehen, hat Teile und Herrsche funktioniert. Dann können sie uns mit Angst einschüchtern und können dann mit Brot und Spiele uns schön an der Nase
langziehen. Beispiel Brot und Spiele? Ja, der Rainer will kurz mal direkt was dazu sagen. Alles klar, gerne. Ja, also wir sind ja aufs Engste befreundet und stimmen überein. Danke. Aber in der Kleinigkeit muss ich dich ergänzen. Also ich bin ja nun aufmüpfig. Finde ich gut. Das war schon in der DDR, bin da auch ein paar Mal gefeuert worden. Und ich bin jetzt in der Bundesrepublik aufmüpfig und so sehr, dass ich seit 20 Jahren nicht mehr Mitglied der Linkspartei bin. Und die Linkspartei, mit der habe ich immer Schwierigkeiten, weil ich immer zweifle, ob die wirklich den Namen Linkspartei verdient. Dazu habe ich viele Texte gemacht. Die könnt ihr... Ach, so viele Texte. Und ich habe Schwierigkeiten, in die linken Medien reinzukommen, auch mit meinen Büchern. Aber an meinem Telefon, in meinem E-Mail-Verkehr, da nehme ich kein Blatt vor den Mund und auch nicht hier am Fernsehturm. Und mich hat noch keiner ins Gefängnis gebracht. Also, in der DDR, wir sollten etwas vorsichtig sein, also es gibt auch eine Angstmache. Über die DDR reden wir jetzt noch? Nee, jetzt in der Bundesrepublik. Natürlich gibt es Agenten und Schnüffler und alles Mögliche, aber also an mich hat sich noch keiner rangebracht. Vielleicht geschieht das ab heute. Weil du hier mit Neonazi sprichst. Weil ich die Leute herausfordere. Aber ich habe immer den Eindruck, die Wessis, die sind von Natur aus also empfindlicher, was ihre Privatsphäre betrifft. Witzigerweise sind die sehr empfindlich ihrer Privatsphäre gegenüber. Finde ich ja gut. Ja, wenn ich das mal sagen darf. Gut. Grundsätzlich ist es gut. Der Witz ist aber, dass sie sich einen Scheiß darum kümmern. Ja, dass die ganze Zeit abgebaut worden ist. Und dass sie anfällig sind für die Angstmache, das halte ich für ein Problem. Darf ich kurz was dazu sagen? Also ich will nochmal zu dem Thema DDR-Wendezeit zurück, so wie ich es erlebt habe. Ich war 20 Jahre alt, als die Mauer gefallen ist, ja, und habe damals schon anderthalb Jahre im Beruf gearbeitet. Ich war Kellner. Ich habe zu DDR-Zeit 1986 die Lehre begonnen als Kellner, heute heißt es Neudeutsch Restaurantfachmann, und habe dann von 1986 mit Lehre alle drum und dran bis 2002 durchgearbeitet. Ich war nie arbeitslos. Ich habe die Wende so erlebt. Ich war solidarisch mit den Leuten, die da auf der Straße waren, weil genau wie du das, ich sag jetzt mal du, ja, genau wie sie das vorhin gesagt hatte, die Menschen sind auf die Straße gegangen, weil sie Reformen wollten und weil sie die Reisefreiheit wollten. Und zwar, ganz wichtig, Reformen und Reisefreiheit, das waren die ursprünglichen Ziele der friedlichen Revolution in der DDR. Was ist aber daraus passiert? Meines Erachtens nach passierte Folgendes. Als dann 1989 die Mauer aufgegangen ist, ne, war ja so ein Versprecher von dem blöden Golokowski oder wie er hieß, Schalk Golokowski oder was, Versprecher oder nicht, ist ja egal, die Mauer ging auf. Die Leute sind nach dem Westen gegangen, haben sich alles angeguckt, so wie Icke. Ich war übrigens erst am 11. November 1989 in West-Berlin, weil ich das zu spät mitgekriegt habe, dass die Mauer auf ist. Klingt doof, aber ist so. Ich war arbeiten in der Nacht vom 9. zum 10. November, hatte um 1 Uhr Feierabend, komme nach Hause und hatte keine Lust mehr, den Fernseher anzumachen und habe dementsprechend nicht mitbekommen, dass die Mauer offen ist. Hoppla. So. Hab mich ins Bett gehauen, nächsten Morgen sagt mir ein Kumpel, der genau unter mir gewohnt hat, am Tierpark bin ich groß geworden, da wohnen auch meine Eltern immer noch, hat mich dann morgens wach gemacht und sagt, Dete, hast du schon gehört, die Mauer ist offen. Ich sag, echt? Willst du mich verarschen, oder? Sagt er, doch, ist offen jetzt. Ich sag, super, what nu? Naja, lass uns doch rüberfahren. Ich sag, nee, ich hab heute Abend wieder Spätdienst, am 10. November war das ja dann, ne? Ich gehe erstmal wieder arbeiten. Wie fast jeder DDR-Bürger ist der normal zur Arbeit gegangen. Ich bin arbeiten gegangen. Ich hatte von 18 Uhr, nee, ich glaube von 17 Uhr bis nachts um 1 Dienst als Kellner. Und bin Kellner gegangen. So, dann hatte ich nachts um 1 am 11. November morgens, also ja, hatte ich Feierabend. Und dann habe ich mich mit meinen Kollegen zusammengesetzt und wir sind Janowitzbrücke gefahren und sind dann rübergelatscht über die Grenze, haben da irgendeinen Stempel gekriegt, dass wir ja nie wiederkommen dürfen, möglicherweise. Und sind dann rüber,
Heinrich Heine in die U-Bahn eingestiegen und dann bin ich irgendwann am Kudamm gelandet und habe mir da mein Begrüßungsgeld abgeholt. So, habe mich da angestellt wie jede andere DDR-Birne, die da ankam und die gesagt hat, was, 100 Mark Begrüßungsgeld, tolle Aktion, mache ich mit. Aber ich habe das Geld nicht ausgegeben, weil ich mir gesagt habe als Kellner, ich gebe doch nicht im teuren Westen das teure Westgeld aus, um dort ein Bier zu trinken und bin wieder nach Hause gefahren nach 2 Stunden. Was sollte ich denn da auch? So, und jetzt mal mein Resümee zu der Geschichte. Hätte die DDR, hätte Arschbulette, wisst ihr ja, wa? Hätte Fahrradkette, hätte die DDR damals 1989 gesagt, alle DDR-Bürger haben sofort Visafreiheit, wäre Folgendes passiert, die Leute wären in den Westen gefahren, hätten sich die Scheiße dort angekickt und wer zurückgekommen wäre, wäre zurückgekommen und wer nicht, der nicht. Jedoch wäre ein entscheidender Vorteil gewesen. Die Grenze war ab dem 9. November aus der Geschichte heraus durchlässig für beide Seiten. Und zwar für die Westberliner wie für die Ostberliner. Da hat keiner mehr kontrolliert. Was wäre gewesen, wenn Reisefreiheit gewesen wäre? Wir wären in den Westen gefahren, aber die Westler hätten immer noch ein Visum beantragen müssen für die DDR und wäre gut. Pass mal auf. Und jetzt kommt meine Ansicht nach der große Wahnsinn, der dann passiert ist. Als die Mauer offen war, kamen die ganzen westdeutschen Neonazis nach Ostdeutschland und haben auf den Boden einer, und ich sage es im positivsten Sinne, ich gehörte dazu, auf einem Boden von naiven ostdeutschen, positiv naiven ostdeutschen Leuten, haben die mit ihrer Neonazi-Scheiße Propaganda gemacht. Und Helmut Kohl war gekommen. Und Helmut Kohl, na klar, der hat blühende Landschaften versprochen, dieses Arschloch. Ich nehme mir das Recht heraus, das zu sagen, passt auf. Und dieser Kack, der dann passiert ist, als dann die Wiedervereinigung in 11 Monaten, ich habe damals schon nicht für die Wiedervereinigung gestimmt. Ich habe bei der Wahl, die erste Wahl, die ich überhaupt gemacht habe, ich hätte 89 wählen müssen, bin aber nicht gegangen, obwohl 3-mal die Wahlleute bei mir, bei den Eltern, bei meinen Eltern vor der Tür standen zu Ostzeiten. Ich bin erste Wahl Westen gegangen und habe die PDS gewählt. Ich Vollidiot, so nach dem Motto, ne? Könnte man ja jetzt sagen. Ich habe die gewählt aus dem einfachen Grunde, weil ich gewusst habe, dass wir in den Kapitalismus, in den wir jetzt reinsteuern, als wiedervereinigtes Deutschland, werden wir alle den Bach runtergehen. Das wird bloß ein bisschen länger dauern vielleicht. So, was haben die Nazis gemacht nach der Wiedervereinigung? Die haben den naiven Ostbürgern, die alle millionenfach ihre Jobs verloren haben. Warum? Weil die Treuhand die ganze DDR-Wirtschaft verramscht hat. Die haben dann ihre Jobs verloren und die Nazis haben auf dem geilen, naiven Ostboden den Leuten erklärt, warum sie den Job verloren haben, mit einer ganz einfachen Antwort. Die Ausländer sind schuld. Und die Leute haben es geglaubt. Zum Teil. Nicht alle. Ich kann ja nicht alle über ihren Kamm scheren. Aber warum ist denn im Osten dann auf einmal Hoyerswerda passiert? Und die ganzen Brandanschläge 91, 92, 93. Was war denn das auf einmal für eine Hasstirade? Ich bin am Tierpark, ist kein Scheiß, am Tierpark Berlin, meine Eltern wohnen da immer noch. Da hatten wir 2 Arbeiterwohnheime. Ja? In dem einen Arbeiterwohnheim, das war ein 10-geschossiges Gebäude, das ging über 200 Meter. Da waren von vorne bis hinten die Vietnamesen drinne. Warum waren die in der DDR? Die haben in der DDR studiert, Maschinenbau und Ausbildung gemacht, damit sie in ihrer Heimat dann damit was anfangen können. Was ist dann gewesen auf der anderen Seite von dem Haus? Genau, auf der anderen Seite von dem Haus. Warte. Da gab es noch ein Arbeiterwohnheim. Weißt du, wer da drin war? Angolaner und Mosambikaner. Genau. Mosambikaner und Angolaner. Die haben dasselbe gemacht wie die Vietnamesen. Die sind in der DDR gekommen und haben hier studiert, Ausbildung gemacht, damit sie die etwas fortschrittliche Technologie, die sie dann erlernen, in ihre Heimat mitnehmen können. Da waren wir sehr, sehr weit, fand ich als DDR. Für mich war das Multikulti. Ich habe jeden Tag Afrikaner bei mir vorm Haus zu sitzen gehabt. Ich habe jeden Tag vor meinem Haus mit Vietnamesen gesessen. Und ich habe nie verstanden, wie auf einmal diese Nazi-Scheiße auf einmal in Deutschland losgehen konnte. In Ostdeutschland. Diese eine ganz kleine Ergänzung. Gestern war in der Märkischen Oder-Zeitung eine Statistik, aus der geht Folgendes hervor. Wenn man die Zahl der Asylanten in den europäischen Ländern miteinander vergleicht und in Beziehung setzt zur Größe der Bevölkerung, dann steht die Bundesrepublik Deutschland erst an 8. Stelle, weil nämlich europäische Länder wie Schweden, Schweiz und andere
pro Kopf ihrer Staatsbürger und Einwohner 10-mal so viel Ausländer aufgenommen haben. Ich komme nächste Woche nochmal drauf zu sprechen. Ich habe den Zeitungsartikel in meiner Tasche drin. Und wenn es nicht regnet und die Sonne wieder scheint, dann trage ich das nochmal vor. Also in der Bundesrepublik im Vergleich zu anderen europäischen Ländern pro Kopf der Bevölkerung nur ein Zehntel oder ein Zwanzigstel der Anzahl von Ausländern. An dieser Stelle eine Sache ganz kurz. Wir haben hier gerade, also ich moderiere das mal ein, weil ich mache ja ganz gerne den Lava-Heinz am Mikrofon. Entschuldigt bitte, wenn ich das so über mich selber sage. Ich habe hier einen jungen Mann, der möchte ganz gerne für seine Freunde, ich hoffe, es bleibt auch bei diesem Spruch, den er gerade gesagt hat, was sehr Schönes sagen, womit ich mich zumindest solidarisieren kann, ja? Und wenn es dabei bleibt, was du gesagt hast, dann bin ich ja damit einverstanden. Ich wollte sagen, Free Palästina! Free Palästina! Free, Free Palestine! Free Palestine! Der Unterschied zwischen Sozialismus und Kapitalismus war, die Ausländer, ich habe selber in einem Werk als Lehrer gearbeitet, dass die Ausländer genauso viel Geld bekommen haben wie die deutschen Arbeiter. Heute aber bekommen die Ausländer viel weniger Geld. Und das muss, wenn ich eine linke Partei bin, das muss von dieser linken Partei, muss das auf den Punkt gebracht werden. Denn damit entsolidarisiert man nämlich die Deutschen von den Ausländern. Wir müssen fordern, gleiche Löhne hier für die Deutschen und Ausländer, und dann kann auch keine rechte Bewegung emporkommen. Zweitens, damals am Montag, die Montagsdemos in der DDR, Statistiken besagen, dass nicht der kleinste Betrieb in der DDR damals geschlossen hat. Es ist die Intelligenz ja auf die Straße gegangen. Und warum? Ich gehörte als Arbeiter- und Bauernkind, als ich dann studiert habe, auch zu der Intelligenz ja. Meine Freundin, die neben mir wohnte, die hat gesagt, Brigitte, du bist doch blöd. Ich kriege im Präzisionswerkzeugmaschinenbau 300 bis 400 DDR-Mark mehr als du als gebildeter Diplom-Staatswissenschaftler, heute würde man sagen, Außenpolitiker. So, das ist so. Und vor ein paar Jahren, wir erinnern uns an Russland, ist ja auch die Intelligenz ja Russlands auf die Straße gegangen. Im Sozialismus, meine Verwandten wollten das gar nicht glauben im Westen, haben die Intelligenz ja weitaus weniger verdient als die Arbeiterklasse. Das wird heute in Russland fortgeführt. Der Arbeiter, und wir hatten eine richtige Diktatur der Arbeiterklasse, die sich das auch, die, was auch auf der Hand zu spüren war, die haben nämlich mehr bekommen. In Russland bekommt heute der Arbeiter auch viel mehr als der Intelligenzler. Das muss man wissen. Auch wenn man Putin mit Gorbatschow, Jelzin und so weiter vergleicht, der hat den Kapitalismus jedenfalls nicht eingeführt in Russland. Nee, das war aber Jelzin. Die richtigen, das war Gorbatschow und dann von Jelzin dann weitergeführt. Das heißt, mit anderen Worten, man muss auch innenpolitisch Putin mit anderen Augen sehen. Ja. Darf ich noch einen kleinen Spruch zu einer von mir wichtigen Analyse? Wenn, dann müssen wir uns ja irgendwie auch irgendwie geschichtlich analytisch halbwegs einig sein. Ich bin jetzt kein Fan von der DDR gewesen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil, ich sag euch warum. Ich bin 10 Jahre zur Schule gegangen in der DDR und es gab einen Unterricht, der hieß Staatsbürgerkunde.
In dem Staatsbürgerkundeunterricht haben die uns damals immer beigebracht, Kapitalismus wird überwunden mit dem Sozialismus und das Endresultat sollte sein der Kommunismus. Ist die Kurzfassung, ja? Ich mache es so einfach, wie ich es auch behalten habe damals. Das Schönste an diesem Kommunismus, was ich je gehört habe und das Einzige, was überhaupt hängen geblieben ist bei mir, war, der Kommunismus ist eine Gesellschaftsform, wo es kein Geld mehr gibt. Das ist bei mir mal hängen geblieben. So, und jetzt wollte ich eins sagen. Ich habe ja so gelernt, was der Sozialismus... Du hast Marx nicht gelesen. Lass mich mal... Ja, aber Lenin hat ja auch was irgendwann immer geschrieben, wisst ihr? Jetzt wollte ich sagen, der Sozialismus im Osten, den ich gelernt habe, und als ich dann aus der Schule rausgegangen bin und auf der Straße gekickt habe, mir eine Ausbildung gemacht habe und gearbeitet habe, waren nicht mal 50% von dem Sozialismus, den ich gelernt habe, den ich dann gesehen habe. Denn es gab Vetternwirtschaft in der DDR. Ganz eindeutig. Richtige Vetternwirtschaft. Nichtsdestotrotz gab es einen Vorteil bei dieser ganzen Scheiße in der DDR. Es gab einen Vorteil, die Leute waren von den Gehältern gar nicht so weit auseinander, wie es heutzutage ist. Und das hat eine gewisse Form von Solidarisierung gegeben. Und zwar Solidarisierung zwischen den Menschen, weil sie sich nicht über das Geld definiert haben. Also ich kannte jedenfalls keinen, der gesagt hat, ey, du kannst mich mal, weil ich habe so und so viel Geld. Und du bist mir jetzt irgendwie weniger wert. Und das ist das, was meiner Meinung nach wichtig war. Es gab eine Form von Solidarität, die es in der heutigen Gesellschaft eben meiner Meinung nach so gut wie nicht mehr gibt. Das erste Mal nach der Wende, als ich wieder ein solidarisches Gefühl erlebt habe, war, als ich 2002, ihr könnt euch vielleicht der ein oder andere erinnern, da gab es das Elbe-Hochwasser. Das ist eins der schlimmsten Hochwassergeschichten, die es damals gab. Da bin ich arbeitslos gewesen 2002 und dachte, bevor ich dazu kicke, wie die Menschen ihr Hab und Gut verlieren und ich sitze in Berlin und langweile mich und gucke am Fernseher zu, habe ich mich auf die Schwalbe, es ist kein Scheiß, ich hatte damals wirklich nur eine Schwalbe als Moped, habe mich auf die Schwalbe gesetzt und bin nach Lutherstadt-Wittenberg gefahren, war 4 Stunden unterwegs und habe mir dann einen kleinen Ort an der Elbe ausgesucht, der direkt hinter dem Deich war. Der heißt Gambin, ja, glaube ich, hieß der. Ja, genau. Und da habe ich dann mitgeholfen. Das war ein 100-Seelen-Ort. Da habe ich 3-4 Tage lang jeden Tag wie ein Ochse Sandsäcke geschleppt. Und wisst ihr, was ich da erlebt habe? Solidarität. Und wisst ihr, was der Hammer war? Ich bin nach Lutherstadt-Wittenberg gefahren. Wisst ihr, was da an dem Bahnhof ankam? Leute aus ganz Deutschland sind mit dem Zug nach Lutherstadt-Wittenberg gefahren, weil sie freiwillige Helfer am Deich sein wollten. Ich habe da einen Typen kennengelernt, der kam von der Nordsee und hat wortwörtlich gesagt gehabt, ey, ich wohne an der Nordsee hinterm Deich. Ich kenne mich mit Deich ganz gut aus. Kann ich hier helfen? Und die Leute kamen aus der ganzen bunten Republik Deutschland, die so einen Funken Solidarität in sich gespürt hatten. Aus Berlin habe ich Familien gesehen. Und zwar mit so kleinen Kindern. 4, 5 Jahre alt. Die Kinder haben mit einem Kinderwagen, mit ihrem Puppenkinderwagen, Sandsäcke an den Deich gefahren. Und das war eine Form von Solidarität, die ich nicht geglaubt habe, dass es die in dieser Bundesrepublik Deutschland überhaupt gibt. Und diese Sachen scheinen immer wieder anzukurbeln, anzuspringen, diese Solidarität, die ja das Entscheidendste meiner Meinung nach ist, dass wir ohne Gewalt miteinander leben können, scheint immer nur anzuspringen, wenn wir vor Naturkatastrophen oder irgendwelchen anderen Katastrophen stehen. Und das ist verdammt nochmal schade, dass wir es nicht schaffen, Solidarität durchgehend zu fabrizieren. Aber der ist ein Richter. Na, Rima wollte eigentlich weg sein, dachte ich. Ne, Rima ist weg. Ja. Also, wer jetzt noch Lust und Laune hat, Stefan, ich kenne den Stefan persönlich, Rainer. Stefan ist einer von den Leuten, denen ich totalen Respekt Respekt entgegenbringe und zolle, weil dieser Mann ist auch schon seit vielen Jahren politisch unterwegs und hat sich sehr, sehr viel mit Staat und Demokratie und Bildung auseinandergesetzt und hat eine ganz tolle Rede schon gehalten vor einigen Monaten am Brandenburger Tor bei der großen Montagsdemo und hatte dort, wie gesagt, ungefähr eine halbe Stunde lang versucht, mal einen Überblick zu geben über die Themen, die in unserer Gesellschaft nicht funktionieren.
Und zwar ist da ganz, ganz vorne das Thema Bildung. Es ist gar nicht gewollt in unserem Land, dass wir ordentlich, in Anführungsstrichen, das klingt so doof, aber dass wir eine Form von Bildung haben, die uns erlaubt, uns selbst ja, zu ermächtigen, zu verwalten oder die uns erlaubt, ein selbstkontrolliertes Leben zu führen. Und wie gesagt, ich kann euch nur raten, autark zu sein, zum Beispiel. Ich kann euch nur raten, Stefan Böhme ist der Name. Also wenn Stefan Böhme Lust hat, ich übergebe gerne mein Mikrofon. Komm her. Also das Schöne ist, ich möchte mich nochmal bei der UMOD bedanken, also bei Hans Hase, bei Rainer, dass ihr uns das überhaupt ermöglicht, dass wir hier so viel mit euch solidarisch, so empfinde ich das jedenfalls, dass ihr uns so solidarisch unter die Arme greift. Ich möchte an der Stelle kurz erwähnen, unsere Alex-Demo ist deswegen implodiert, ja, weil wir haben zwei, drei Sachen, die uns zum Zusammenbruch, im momentanen Zusammenbruch gebracht haben. Ein wichtiger Punkt ist, uns wurde letztes Wochenende, also nicht gestern das Wochenende, sondern die Woche davor, wurde uns die Anlage, komplette Anlage inklusive Stromaggregat geklaut aus einem Keller, wo 50 Keller erreichbar waren und in den anderen Kellern waren viel, viel wertvollere Sachen als unsere Stromaggregat- und Boxenanlage. Und nur unser Keller wurde aufgebrochen im Friedrichshain. Die Polizei hat wir haben eine Anzeige gemacht mit der Polizei, die haben sich das angeguckt und haben selber gesagt, das ist unverständlich, wo die anderen Keller zum Teil nicht mal zugeschlossen waren, wurde nur unser Keller aufgebrochen, nicht ein anderer. Und es wurde geklaut, ein Stromaggregat mit 2 Kilowatt. Das Ding hat ungefähr 400 Euro gekostet, war nagelneu, das war so ein riesen Apparat. Es wurde uns geklaut, die komplette Boxenanlage. Es wurde uns geklaut, das Mischpult. Und leider, Hans, auch das Mikrofon, was du mir mal geborgt hast, wurde uns geklaut. Weil Hans Hase hat uns nämlich ein Mikrofon zur Verfügung gestellt. Und das ist einer der Gründe, warum wir zurzeit es nicht schaffen, unsere Montagsdemo sozusagen selber zu machen. Und sind deswegen super dankbar, dass ihr uns das hier ermöglicht. Danke. Und die zweite Grund ist, es gibt bei uns im Friedensaktivistenkreis bestimmte Themen, die uns spalten. Ein Thema ist, das einzige Thema meiner Meinung nach, was uns spaltet, ist, es sind ungefähr nicht mal 10% der Leute, die ganz, ganz wichtig finden, ein Thema, was mir persönlich absolut am Arsch vorbeigeht. Ich sage das jetzt hier in dieser Art und Weise. Und zwar heißt das Friedensvertrag Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, Souveränität Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Mir persönlich geht es am Arsch vorbei. Es gibt aber 10% der Leute, denen das ganz wichtig ist, die sich aber nicht ans Mikrofon gewagt haben bisher, was ich nicht so gut fand. Und wir haben halt, ich höre da hinten schon einen leichten Protest von ein, zwei Leuten, die auch immer noch der Meinung sind, dass das wichtig ist. Die sollen das Thema ja auch gerne mal bearbeiten auf unserer Mahnwache. Wenn ihr das nicht wollt, finde ich das doch in Ordnung. Ich fand es halt nur schade, dass dieses Thema, was vielen wichtig ist, dann aber auch bitteschön von den Leuten, denen das wichtig ist, verbalisiert wird. Es gab dann so eine Streitereien bei uns in der Gruppe, ich veröffentliche das gerade, ohne dass ich Namen nenne, dass mir vorgeworfen wurde, ich muss dieses Thema dann verbalisieren, wo ich dann aber persönlich sage, ich gehe über das Thema hinaus, mir ist die Souveränität des Landes nicht wichtig, mir ist die Souveränität von ihm wichtig, mir ist die Souveränität von mir wichtig und von Hans und allen anderen, aber die Souveränität eines Landes geht mir ein bisschen am Arsch vorbei, weil wir sind der Souverän und alles andere gestaltet man sich miteinander und da wird mir ein Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg leider meiner Meinung nach nicht helfen, aber es gibt halt Leute, die haben dieses Thema auf dem Schirm, aber diese Leute gingen dann nicht mehr ans Mikrofon und dadurch, dass diese Leute nicht ans Mikrofon gekommen sind, wurde mir halt immer vorgeworfen, ich verbalisiere das Thema nicht genug. Und ich habe gesagt, dann sollt ihr das bitte selber machen, das wurde nicht verstanden und dadurch sind wir auch implodiert. Also es gab diese zwei Gründe, dieses Thema und der Hauptgrund war, wir haben gar keine Technik mehr, um unsere eigene Demo anzumelden. Also, an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank, dass ihr uns hier eingeladen habt, mitzumachen. Und ich gebe jetzt das Mikrofon gerne weiter an Stefan Böhme, weil ich finde das Thema von ihm nämlich viel, viel spannender als unsere kleinen Querelereien, die wir haben. Ja, danke. Also, Gete, der hat ja jetzt mich so gelobt. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben.
Ich wollte nur einen Punkt ansprechen. Und zwar einerseits hast du, wie heißt du? Rainer. Du hast gesagt, man wird nicht abgeholt, wenn man seine Meinung sagt. Nicht? Man soll mutig seine Meinung sagen, man wird nicht abgeholt. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, den ich da anführen möchte, Dieter hat sehr schön geschildert, wie an der Elbe Solidarität geübt worden ist. Ich möchte mal zu dieser Sache sagen, dass heute es nicht so läuft wie in Unterdrückungssystemen, wie es auch in der DDR der Fall war. Ich glaube, dass unser System so läuft, dass die Menschen durch das bestehende Bildungssystem, das sogenannte Bildungssystem, mit der angedockten Schulpflicht und dieser Art von Beschulung die Menschen derart passiv macht und ihnen das Denken, das eigenständige Denken abgewöhnt, dass man die Menschen gar nicht mehr unterdrücken braucht. Ja, so ist es. Ja. So, genau so ist es. Also das ist doch ein zentraler Punkt und da muss ich auch wirkliche Kritik üben am Osten wie am Westen, denn beide Systeme sind Systeme, die von Staats wegen meinen, die Menschen erziehen zu müssen. Mit entsprechenden Kultus- oder Erziehungsministerien. Das ist ein vormundschaftlicher Akt. Die Menschen werden gezwungen, dies über ihre Steuergelder zu finanzieren und werden also gezwungen, dieses System zu durchlaufen. Und dadurch wird im Grunde der Mensch seinem eigenen Denken entfremdet. Er erlebt Denken nur noch als Mittel, die vorgegebenen Programme abzuarbeiten, um Zettel zu bekommen, mit denen er dann später einen Job bekommt. Und dazu dient ihm das Denken. Und dieses Denken wird vermittelt durch sogenannte Brotgelehrte. Ich habe auf meiner kleinen Rede am 19.05. am Brandenburger Tor dann gewagt, den Schiller vorzulesen. Schiller hat also schon im 18. Jahrhundert den Brotgelehrten kritisiert als Verhinderer der Wahrheit, der sich selber seine Fähigkeiten nur angeeignet hat, um eben Brotverdienst zu generieren. Der also nicht der Wahrheit verpflichtet ist, sondern nur dem, was ihm nützlich ist, im Dienste der Herren. Und heute ist es eben so, dieser Faktor hat sich verzehntausendfacht oder verhunderttausendfacht. Und das heißt, dass wir bei allen gutmeinenden und fleißigen und auch leidenden Lehrern und Professoren, die wir an diesen Institutionen haben, selbstverständlich, trotzdem sind wir von solchen Brotgelehrten in diesen sogenannten Bildungseinrichtungen umgeben. Und das heißt doch, dass diese Einrichtungen im Grunde Einrichtungen sind der Anpassung. Und dieses Anpassungsverfahren wirkt. Also 68 waren Studenten immer noch auf der Straße. Und diese 68er Studenten hatten autoritäre Väter zu Hause. Ja, wir sind heute alle so demokratisch und haben Bachelorstudium und die Menschen sind komplett lahmgelegt. Also das möchte ich einfach nur mal zur Kenntnis geben. Ja, wenn wir also nicht aus der Zivilgesellschaft heraus eine eigenständige Bildungslandschaft aufbauen und eben nach meinem Verständnis sind solche Bewegungen für Momente, solche Bildungsbewegungen, wo versucht wird, sich gegenseitig Bewusstsein zu verschaffen über die verschiedenen Lebensgebiete. Wenn dies also nicht gelingt, dann können wir die Hoffnung fahren lassen. Wir müssen frei vom Staat, von Programmen, gegründet auf Initiativen, Persönlichkeiten, die mit ihrem Denken noch eins sind, die das Denken noch erleben als ihr eigenes Produkt, was sie eigentlich erst zum Menschen macht, die also noch eine Beziehung haben zu ihrem Denken, basierend auf solchen Menschen, ja, die dann einen entsprechenden Einfluss haben können auf die anderen Menschen, dass sie auch ein Verhältnis zu ihrem Denken bekommen, ja, müssen wir eine freie Bildungs- und Bewusstseinsbewegung aufbauen. Das ist einfach notwendig, es findet ja auch im Internet statt, schon, aber ich sage Folgendes, das ist wirklich ein produktiver Inhalt. Es ist ganz klar, dass Bürgerbewegungen sich zunächst
immer nur als Protestbewegung verstehen. Man muss aber über den Protest hinauskommen im Aufbau von Bildungseinrichtungen. Ich sage sozusagen als Parole, macht eure Wohnzimmer zu. Hörsälen, ladet Menschen ein, sprecht über Themen. Ja, das wäre der allererste Anfang einer solchen Bewegung. Und dann kann auch Solidarität wieder entstehen. Die Entsolidarisierung der Menschen, und das hat Wilhelm von Humboldt schon gezeigt, die Entsolidarisierung der Menschen entsteht, und das ist ein unbequemer Gedanke, der entsteht dadurch, dass man soziale Aufgaben an den Staat abgegeben hat. Der Sozialstaat macht den individuellen Menschen unsozial. Jetzt haben wir natürlich im Kapitalismus schon die Notwendigkeit, dass wir nicht alle verhungern, aber die Sozialpsychologie, die müssen wir haben. Der Sozialstaat macht den einzelnen Menschen passiv, weil er alles delegiert. Er delegiert die Bildung, er delegiert das Mitmenschliche. Und nur in solchen Sondersituationen, wie Dete es geschildert hat, tritt dann nochmal etwas Ursprüngliches auf. Also das möchte ich nur sagen, wir müssen von der Staatsprogrammatik weg zu einer Initiative auf vielen Gebieten, APO-mäßig oder zivilgesellschaftlich, was letztendlich auch in Institutionen gründet. Es hat sich ja auch in Deutschland eine freie Universität gegründet, schon vor 20 Jahren. Die Uni Wittenherdecke war die erste freie Universität. Ja, solche Gründungen müssen natürlich erfolgen, das ist ganz klar. Und wir müssen davon wegkommen, dass wir sagen, alles, was nicht staatlich ist, ist also privatwirtschaftlich egoistisch. Wenn wir diese Denkweise nicht überwinden, dann pendeln wir immer nur von einem Extrem zum anderen. Also, das möchte ich nochmal gesagt haben, als kleinen spontanen Beitrag von mir. So, unser Dieter ist jetzt mal kurz weggegangen. Rainer, wolltest du noch etwas ergänzend sagen dazu? Also, Stefan hat ein ganz wichtiges Thema angeschnitten. Ja. Das müssen wir weiter durchdenken. Die Grundfrage ist nicht, also der Staat muss natürlich Steuergelder verwenden, um Schulen zu unterhalten und nicht zuzumachen, wie es bei uns auf dem Lande geschehen ist. Ja, ja, ja. So, und dann müssen wir differenzieren. Ich habe eine Menge Schule und Studium erlebt. Ich habe in der Schule, sogar während der Nazi-Zeit, einige hervorragende Lehrer erlebt. Ja, das gab es. Die hatten ihre Ausbildung in der Weimarer Republik erfahren. Da gab es ja auch viel Reformpädagogik. Und diese Lehrer, ob es Mathematik war oder Grammatik, die haben uns zum Denken angeregt. So was brauchen wir. Du hast recht mit dem Brotgelehrten. Der Schiller hat ja schon drüber geschimpft. Aber es gibt auch eine Alternative. Das sind Leute, die so denken wie wir. Ob dann die Schulen, ja, natürlich muss der Staat für Schulen sorgen. Was sollten da einfache Leute machen, die kein Geld haben, ihre Kinder auf die Privatschule zu schicken? Es muss auch ein bisschen einheitlich sein. Heute ist in jedem Bundesland die Bildung anders. Und wenn die Familie schon mal berufsbedingt von Brandenburg nach Bayern auszieht, dann müssen sich die Kinder umstellen, weil dort ein anderer Unterricht gemacht wird. Es kommt dazu, das Denken zu demokratisieren, das Denken zu lernen und auch den Mathematikunterricht anders zu machen. Dazu habe ich Vorstellungen. Leider reicht meine Zeit nicht. Ich muss auf so vielen Hochzeiten tanzen. Ich würde gerne darüber sprechen. Ich habe auch ein bisschen Material gesammelt. Und wenn ich noch 20 Jahre lebe, dann werde ich auch noch ein Buch darüber schreiben. Also wir müssen das mit der Bildung differenzierter angehen. Vor 14 Jahren hat in der kleinen Stadt Storkow, zu der mein Dorf gehört, ein Schülerstreik stattgefunden, weil die Abiturstufe von der Regierung vernichtet werden sollte. Und da haben die Schüler 10 Tage lang einen Streik gemacht. Ich habe ein Buch drüber geschrieben, 2 Bücher sogar. Die Schüler, die haben kreativ gedacht und die haben natürlich ein Streikkomitee gebildet. Sie konnten nicht alle durcheinander rennen.
Und im Streikkomitee haben sich die besten Denker ganz spontan gefunden, innerhalb einer Woche. Ohne das Streikkomitee wäre alles nur durcheinander gegangen. Aber das Streikkomitee hat organisiert, hat auch zum Schluss sozusagen den Siegesmarsch organisiert und hat auf dem, am Ende dann symbolisch die Immatrikulationsurkunden für die Elftklässler feierlich überreicht, die von den staatlichen brandenburgischen Behörden nicht in die Schule reingelassen werden. Rainer, darf ich da noch mal was zu sagen? Mich hat beeindruckt, dass wir eben autoritäre Väter, wie du es gesagt hast, hatten überwiegend, das stimmt, die waren sie ja noch durch ihre Eltern wiederum dann preußisch sicherlich beeinflusst. Ich bin Baujahr 1950 und ich bin jetzt dankbar, wo ich das alles sehe. Und ich kann nur unterstreichen, was du gesagt hast, dass ich offenbar verdammtes Glück gehabt habe. Und zwar habe ich mit 16 Jahren 1966 meine mittlere Reife gemacht. Und unsere Lehrer, da muss ich wirklich sagen, die haben uns jetzt nicht in der Grundschule, aber in der Oberschule, haben die uns aufgefordert, alles zu hinterfragen, alles anzuzweifeln und kritisch mit den Dingen umzugehen und auch nachzufragen, ob das überhaupt stimmt. Unsere Jugend heute hat es auf der einen Seite viel leichter, aber auch viel schwerer. Die können, wenn sie wollen, fast alles aus dem Internet rausholen, vielleicht sogar alles. Ja? Die Frage ist nur, das machen sie alleine. Und du hast was sehr Schönes gesagt, es fehlt irgendwie das Zwischenmenschliche, es fehlt das, dass man im Wohnzimmer oder wo auch immer im Schulzimmer zusammenkommt und solidarisch irgendwelche Projekte durchzieht und zum Eigendenken angeregt wird. Und es fehlt meistens die Logik. Und die Logik fehlt. Und dann ist noch eine Sache mir aufgefallen, wir haben uns gefragt, weil wir seit 10 Jahren auf der Straße sind, warum sind hier eigentlich keine Jugendlichen? Du, die wären heute in ihrem verdammten Bachelorstudium und MBE-Studium und der Abhängigkeit zu dem verkackten BAföG so voll durchgezogen, dass die keine Zeit haben. Die lernen Sachen, die sind völlig unwichtig, aber sie lernen sie, damit sie nicht auf andere Gedanken kommen. Hinzu kommt die moderne Kommunikation. Wisst ihr? Ja, das ist also ganz spontan. Vielen Dank. Und ich bin zum Beispiel der Meinung, das habe ich schon jahrzehntelang erzählt, warum sagt man den jungen Leuten nicht wenigstens in der letzten Klasse, was ein Strafgesetzbuch ist, was ein Bundesgesetzbuch ist, wie man eine Überweisung ausfüllt, wie man mit Versicherungen umzugehen hat, was das bedeutet, eine Rente zu bekommen oder nicht zu bekommen, was eine Krankenversicherung ist. Wir sollen doch eigentlich fürs Leben lernen. Ich möchte natürlich... Ja, ich möchte sogar so weit gehen und sagen, ich muss nicht, wie bei uns geschehen ist, die ganzen Geschichtszahlen auswendig können. Nicht die Geschichtszahlen, aber die Entwicklungsprozesse. Das wäre mit der Schule unterdrückt. Aber das Verhältnis, Rainer, muss irgendwo stimmen. Zwischen den Sachen, die ich aus der Historie wissen sollte, aber auch zwischen den Dingen, die gegenwärtig für uns alle wichtig sind. Für uns ist alle wichtig. Zum Beispiel, Rainer, ich bin gleich zu Ende. Zum Beispiel, dass wir, wenn uns was nicht gefällt, die Möglichkeit haben, auf die Straße zu gehen und nicht verängstigt zu Hause zu sitzen. Ja. Und wir können uns das selber nur dann verstehen, wenn wir unsere Geschichte verstehen. Und weil das so ist, dass wir unsere Geschichte nicht verstehen, wachsen heute überall Subjektivisten, Individualisten, Egoisten auf, die sagen, ich. Und da gelte ich schon unter den Mitmenschen als ein Sonderling, weil ich der Meinung bin, ich bin das Ergebnis einer gesellschaftlichen Entwicklung und deswegen liegt mir auch die Solidarität nahe. Und deswegen werde ich auch auf meinem Dorf geachtet, obwohl wir politisch oftmals ganz unterschiedliche Meinungen haben. Aber es wird gefühlt von meinen Mitmenschen, ich habe in mein jüngstes Buch ganz zum Schluss auch noch ein Foto reingebracht von der Freiwilligen Feuerwehr des Dorfes, weil dort nämlich auch Menschen sind, die solidarisch jedes Wochenende, jeden Sonnabend eine Übung machen, Geräte instand halten, um im Notfall eingreifen zu können. Allerdings, diese meine Dorfbewohner, die so wunderbar, sogar ein bisschen unkompliziert,